Salam alaikum und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist Sonntag, Wahltag. Ich war soeben wählen. Viele von euch wissen ja, wen ich gewählt habe oder können sich's denken. Ja, ich habe zwar im letzten Video gesagt, dass der amtierende Bürgermeister jetzt nicht so mein Favorit ist, aber ich bin halt konservativ. Ja, mit der Karaduma kommt nicht vom rechten Weg ab. Dementsprechend habe ich auch da meine Stimme abgegeben. Was ich allerdings schade finde, das merkt man auch total, diese Wahlkampfstimmung, die ist nicht mehr so wie früher. Ja, also früher, wenn Wahlkampf war, da war total eine andere Stimmung da. Es war so richtig so Feierstimmung, kann man eigentlich sagen. Aber ich meine, 2020, 2021, hat da die Welt so ziemlich verändert, ja, und dann ja, Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Allerdings, Wahlkampf sah in der Türkei früher ganz anders aus. Ja. Das bestand jetzt nicht nur darin, dass da ein Bus vorbeifährt mit lauter Musik, sondern da war eigentlich viel mehr. Ja. Aber diese Euphorie, ja, die ist besser als bei den letzten Wahlen, muss ich jetzt schon auch dazu sagen. Also man kommt jetzt da wieder langsam rein. Also die Lockdowns haben da der Gesellschaft nicht so wirklich gut getan, meiner Meinung nach. Ja, und ich habe auch noch nie in meinem Leben innerhalb von kürzester Zeit so oft gewählt. Ja, letztes Jahr die Präsidentschaftswahlen zweimal, weil hier wiederholt worden ist, und jetzt dann auch die Kommunalwahlen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, aktuell, wie spät ist es? Ja, also wurde da noch nichts geöffnet. Also es wurden keine Wahlurnen geöffnet. Ja, man weiß noch nicht, wo, wie viel Prozent und so weiter. Aber ich bleibe auch weiterhin bei meiner Einschätzung von gestern. Also Alanya wird es Adem Murat Yücel, also MHP-AKP-Koalition, Antalya genauso und Istanbul genauso. Ja. Ankara Izmir bin ich mir noch immer nicht so sicher, ja. Wobei ich dazu auch sagen muss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die AKP-MHP-Koalition gewinnt, in Izmir viel höher ist als in Ankara. Also da bin ich ja besonders gespannt. Ja. Und ich habe ja auch auf meinem YouTube-Profil im Community-Tab habe ich ja so eine kleine Umfrage gestartet, was ihr da so einschätzt, mal sehen. Ja, ich bin dann ganz neugierig. Ich möchte dann auch das miteinander vergleichen, so was ihr eingeschätzt habt, na, und wie das Ergebnis dann ist. Genau, und Gazipaşa bin ich da auch neugierig, ja, wie das da aussehen wird. Wobei ich glaube, in Gazipaşa wird es wohl auch MHP-AKP-Koalition werden. Gut, bisschen noch warten und dann fahre ich in die Stadt, denn ich erwarte mir so eine richtige Party. Diesmal sogar ein bisschen mehr als wie bei den Präsidentschaftswahlen letztes Jahr. Mal gucken. Gut, dann kurz warten und dann fahren wir in die Stadt. So, schön noch die Ruhe genießen vor dem großen Sturm. Ich denke mal, es wird hier ziemlich laut werden nachher, sobald das Ergebnis verkündet wird. Ich habe noch nicht gesehen oder noch nicht geschaut. Vielleicht sind ja schon die ersten Ergebnisse veröffentlicht. Aber ich gucke mir das Ganze mal bei der Wahlkampfzentrale an von der MAP, und da mache ich mich jetzt auf den Weg. Ich habe übrigens auch den Gegenkandidaten gesehen, Mehmet Şahin. Der sah nicht so gut gelaunt aus. Vielleicht hat der schon erste Ergebnisse bekommen. Also Parteien bekommen ja die Ergebnisse in Echtzeit mitgeteilt. Na, die Presse dann ein bisschen später. Sehr interessante Entwicklung hier aus dem Wahlkampfbüro der MHP. Und zwar wurden bis jetzt ungefähr 7% der Stimmen ausgezählt und der amtierende Bürgermeister liegt jetzt bei ungefähr 24%. Und ja, jetzt wurde eben gesagt, dass das Büro geschlossen wird, weil man anscheinend die Wahlen verloren hat. Ja, aber wie gesagt, sind erst bis jetzt nur 7% der Wahlurnen geöffnet worden. Mal sehen. Mann, Herr
Schön in herkese sizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Kleiner Szenenwechsel, jetzt bin ich bei der CHP, das ist die Partei, die gewonnen hat. So ist es nun mal in der Demokratie. Wenn sich die einen freuen, sind die anderen traurig. Wenn die einen traurig sind, freuen sich die anderen. Ich stehe nun hier am Atatürk-Denkmal und ich muss auch ehrlicherweise zugestehen, dieses Ergebnis hat mich sehr, sehr überrascht. Hätte ich mir ehrlich gesagt gar nicht erwartet, aber so ist es nun mal in einer Demokratie, das muss man respektieren und akzeptieren, obwohl ich auch zugestehen muss, dass ich da mit meiner Prognose ziemlich daneben lag. Nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich daneben. Aber da gab es halt unerwartete Faktoren, die auch die Wahl in Alanya mitentschieden hat. Zum einen, es ist eine Glaubensgemeinschaft, die in Konakle ansässig ist. Die haben gestern Abend über Social Media verkündet, dass sie die CHP wählen werden. Also mal Punkt 1. Punkt 2, auf Fox TV, ja, das ist ein türkeiweiter Nachrichtensender, wurde ein Video ausgestrahlt, wo zu sehen ist, dass im Büro des amtierenden Bürgermeisters eine sehr große Menge an Geld gezählt worden ist. Ja, ich denke mal, das waren so die zwei Hauptursachen, warum die CHP jetzt hier in Alanya gewonnen hat. Gibt es natürlich auch so andere weitere kleine Gründe, wie zum Beispiel, dass die Geschäftstreibenden mehr so im Clinch waren mit dem amtierenden Bürgermeister. Man muss auch sagen, er konnte das Verkehrsproblem nicht lösen. Er war zu sehr mit dem Bau seines neuen Rathausgebäudes beschäftigt. Und. Gibt halt viele Gründe. Das heißt, jetzt können wir nur hoffen, dass sich Alanya zum Besseren entwickelt. Werden wir sehen, die nächsten 5 Jahre werden das zeigen. Und wie sieht es nun in der Türkei aus? Ja, also Antalya, CHP, Alanya, CHP, Istanbul, Izmir, Ankara, Bursa, alles CHP. Also man kann sagen, die Westtürkei, CHP, ja, da hat die CHP größtenteils gewonnen. Mittlerweile sieht es so aus, dass 70%, fast 70% der Wahlurnen ausgezählt worden ist. Also da wird sich am Ergebnis kaum noch was ändern. Denke ich nicht. Ja, Demokratie halt. Na, was soll man machen? Bleiben wir gespannt.
gucken wir, wie sich das alles entwickeln wird, ob zum Positiven oder Negativen. Aber ich denke mal, in Alanya wird sich da einiges verändern. Ja. Die einen Leuten, also die einen Firmen werden jetzt keine Aufträge mehr kriegen, dafür die anderen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.